Für Mozart war die Liebe nicht das Wichtigste, sondern die Musik. Und viele haben darunter sehr gelitten zu seiner Zeit, so auch seine Frau Constanze. Mein Gott, das war gestern wieder spät, dabei ging ich zuerst nach Hause. Noch nicht mal 12, aufstehen ist ungesund. Ich halt das grelle Licht nicht aus. Oh Gott, wer räumt dieses Chaos auf? Kaum, dass man noch was finden kann. Für eine Hausfrau hört die Arbeit niemals auf. Am besten, ich fang gar nicht erst an, denn da mein Mann ein Künstler ist, muss ich ihn inspirieren. Und wenn es draußen dunkel wird, muss ich mich wieder amüsieren. Irgendwo wird immer getanzt und es wäre zu schade, einen Spaß zu versäumen. Ich lieb gar nicht, geb gar nicht, schweb gar noch Träumen mit Champagner im Blut und einer Rose aus Papier. Immer! Ich war schon als Kind sehr bescheiden, ich hab mich nie nach vorn gedrängt. Ich wollte nie ins Rampenlicht, denn das Lernen und Üben, das hätte mich zu sehr angestrengt. Und Anstrengung bekommt mir nicht. Meine Mutter meinte, ich lande mal im Armenhaus. Drauf sagte ich ihr, das ist mir egal. Vater prophezeite, meine Zukunft sehe dunkel aus. Ich sagte, die Zukunft kann mich mal. Meine Schwester behauptet, ich sei wie sie, ungewöhnlich begabt und gescheit. Ich könnte auf Opernbühnen im Beifall stehen, doch dazu fehlt mir leider die Zeit. Denn irgendwo wird immer getanzt und es wäre zu schade, einen Spaß zu versäumen. Ich lieb gar nicht, geb gar nicht, schweb gar noch Träumen mit Champagner im Blut und einer Rose aus Papier. Und sollte mein Mann, was Gott verhüte, mal eines Tages nicht mehr sein, dann trauere ich um ihn auf meine Art. Glaub bloß nicht, dass ich am Grab stehe und wein, denn irgendwo wird immer getanzt und es wäre zu schad, einen Spaß zu versäumen. Ich lieb gar nicht, geb gar nicht, schweb gar nicht Träumen mit Champagner im Blut und einer Rose aus Papier. Immer! Es wäre doch schad, einen Spaß zu versäumen.